Hey Leute, herzlich willkommen bei Scientific Economics. Mein Name ist Paul Henzel und heute geht es mal um die Vorbereitungen auf das Q4, ja, auf das Quartal 4, jetzt die letzten Monate. Wir bereiten uns langsam alle vor, im E-Commerce vor allem, ja, Facebook-Werbeanzeigen, alle, die digitalisiert sind und ihr Angebot online natürlich auch anbieten. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr wirklich perfekt euch vorbereiten solltet, damit ihr die Q4 auch ordentlich stark mitnehmt, damit es abgeht wie eine Rakete, ja, damit ihr eure Verkäufe skaliert und was man natürlich immer machen sollte, auch jetzt natürlich in Bezug auf Facebook-Werbeanzeigen natürlich, aber auch in anderen Bereichen, wie ihr da in der Q4 wirklich viel draus lernen könnt und was ihr alles mitnehmen könnt. Ja? So, was ist erstmal die Q4, ne? Also Quartal 4, die letzten 3 Monate des Jahres. Wir haben da Oktober, November und Dezember. Und jetzt habe ich euch mal hier in der Grafik so ein bisschen gezeigt, was dann überhaupt passiert, welche Tage denn relevant für uns sind. Und zum einen haben wir den Oktober, den 13. Oktober, da ist der Amazon Prime Day, soweit ich informiert bin. Das heißt, für die Amazon FBAler, da auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Ja, dann gibt es viele Rabattaktionen für Amazon. Dann haben wir im November ganz, ganz, ganz wichtig, Black Friday ist natürlich ein Tag, der für uns wichtig ist und Cyber Monday. Ja. Und im Dezember ist das Ganze dann sowieso nochmal spezialisiert, weil wir ja Weihnachten haben vor uns und da werden ja viele Geschenke gekauft. Also Weihnachten ist vor allem die Vorbereitung darauf und da geht ja auch nochmal viel in den Rabatt. Genau, jetzt habe ich euch klare Handlungsschritte aufgezeigt in den nächsten Folien, wie ihr dann agieren solltet, wie ihr euch auch darauf vorbereiten solltet. Ja. Schritt 1 ist die Planung. Also plant eure Rabattaktion, plant alles vor, welche Ads ihr machen wollt, macht den Contentplan für euch, damit ihr wisst, okay, wir machen diesen Post dann und dann und dann. Macht euch mit eurem Team einen Plan, setzt euch zusammen und guckt schon mal, wie ihr das Ganze vorbereiten könnt. Ja? Ganz wichtig, welche Ads wollt ihr schalten, welches Kampagnenziel wollt ihr machen, wann starten wir die Ads, wann hören die Ads auf. Also haltet auf jeden Fall diese 3 Monate, das ganze vierte Quartal, die Augen offen auch, was andere Leute machen und plant dementsprechend nach eurem Budget. Guckt euch an, okay, was liegt jetzt vor, was können wir machen. Macht dieses strategische Marketing und beziehungsweise die Marketing-Analyse auch erstmal, die Situationsanalyse, was können wir machen und was wollen wir dann im Endeffekt auch veröffentlichen. Als nächstes, Schritt 2 ist dann natürlich die Vorbereitung, die Fertigstellung von Posts, dann auch natürlich das Aufsetzen von neuen Funnels, von neuen Landingpages. Das ist ganz wichtig, damit ihr dann natürlich auch im Schritt dann auch alles wirklich dann auch posten könnt, damit ihr vorbereitet seid, alles planen. Euer Content-Team zusammensetzt, macht die Creatives, nimmt die Videos schon im Vorhinein auf und bereitet euch einfach vor, damit ihr dann zum Zeitpunkt auch startklar seid und posten könnt. Ja, als drittes dann die Handlung, also dann die Sachen auch veröffentlichen und die Facebook-Ads dann im Endeffekt freigeben. Ihr gebt die vielleicht auch vorher schon frei und startet die dann an dem jeweiligen Tag, wo ihr sie dann starten wollt. Das kann man ja alles sehr schön einstellen im Werbeanzeigenmanager. Lasst die Leute dann durch den Funnel gehen, den ihr aufgebaut habt. Wenn ihr da Hilfe braucht, dann kontaktiert uns auf jeden Fall auch nochmal. Habe ich in der Videobeschreibung ist da ein Link drin, der zu meinem Coaching führt. Da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Auf jeden Fall im Schritt 3 handeln. Also umsetzen, wenn die Tage kommen. Dann natürlich die Werbeanzeigen setzen. Dann auch anpassen, optimieren natürlich. Ganz, ganz, ganz wichtig. Vielleicht habt ihr übers Jahr auch schon gute Custom Audiences aufgebaut. Ein Video über Custom Audiences und Lookalike Audience habe ich auch schon mal gemacht. Guckt mal in meiner Playlist vorbei. Und mit denen könnt ihr dann natürlich richtig gut skalieren. Könnt ihr gute Lookalike Audiences dann verwenden und da natürlich die Leute richtig geil targetieren. Als nächstes im Schritt 4 die Anpassungen treffen. Dann natürlich guckt, wie eure Kampagne performt. Schaut auch mal, wie gesagt, immer bei der Konkurrenz vorbei, wie es bei denen läuft. Und passt dann dementsprechend an. Optimiert die Kampagnen. Passt vielleicht was im Wording an, im Texting von euren Ad-Copies, also an euren Texten in der Video-Ad oder welche Ad auch immer ihr verwendet. Passt die Bilder an, guckt, was am besten läuft, welches Creative am besten passt. Schaltet die Ads aus, die wirklich nicht gut laufen und lasst dann lieber die Ads besser performen, die richtig gut laufen und die gut ankommen bei den Leuten. Ja? Also Anpassung dann im vorletzten Schritt, im vierten Schritt. Okay, und dann der letzte Schritt ist der fünfte Schritt. Das ist dann schon fast, wenn die Phase vorbei ist, dann schon so gegen Ende Dezember, die Lernphase sozusagen und die Integrationsphase, wo ihr nochmal dann guckt, okay, ihr analysiert eure Ads, wie waren die, wie sind die ausgegangen, welche Zielgruppe, ihr habt vielleicht auch viel gelernt über eure Zielgruppe nochmal
und guckt dann einfach, was ihr daraus lernen konntet. Ihr habt jetzt vielleicht auch richtig geile Zielgruppen, viele gute Custom Audience, die richtig gefüllt sind und genau, mit denen ihr dann wieder arbeiten könnt, die ihr dann für nächstes Jahr direkt auch vielleicht wiederverwenden könnt, je nachdem. Aber ihr habt dann auf jeden Fall viele Ergebnisse ja dastehen. Im Werbeanzeigenmanager wird ja alles schwarz auf weiß gezeigt, eure Umsatzzahlen, eure ROAS, wenn ihr natürlich alles richtig gut eingestellt habt, also euer Return of Ad Spend, dann auch die Conversion-Zahlen natürlich, Return on Investment. Also könnt ihr dann alles ausrechnen, die ganzen Zahlen, die ganzen Metriken, alles, was wichtig ist dafür, macht ihr dann im fünften Schritt, das Anpassen, Lernen, beziehungsweise dann eigentlich wirklich die Integrationsphase und die Lernphase, wo ihr Schlüsse zieht fürs nächste Q4 oder fürs nächste Quartal generell. Ja, das war es eigentlich schon soweit. Ich wünsche euch viel Erfolg im Q4. Ich hoffe, ihr macht viele Sales, ja, und ihr habt viele Umsätze dieses Jahr im Q4. Ihr nehmt die Tage richtig geil mit. Und gerade vor Weihnachten dann auch natürlich Cyber Monday und Black Friday. Wer auf Amazon unterwegs ist, an euch auch viel Erfolg. Wenn ihr nochmal richtig einen geilen Plan jetzt ausarbeiten wollt, wenn ihr richtig euch aufstellen wollt für Q4, dann empfehle ich euch definitiv, klickt meinen Link in der Beschreibung, kommt bei mir ins Beratungsgespräch, ins kostenlose Strategiegespräch, damit wir schauen können, was dein Potenzial ist, was deine Chancen sind, wie wir dich richtig auch aufstellen können, wenn du einen Funnel brauchst, definitiv, und eine Werbeanzeige dann drauf schalten willst und wirklich deine Umsätze skalieren willst. Klick unten drauf, komm rein. Ich würde mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch dann zu reden und mal zu schauen, was wir für dich machen können. Ansonsten lass einen Like da und einen Kommentar, ein Abo, wenn es dir gefallen hat. Da würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Support ist kein Mord. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, ein neues Video von Scientific Economics. Hat mich gefreut, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. We'll be right back.